Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Was ist die grösste Sorge der regionalen Unternehmungen? Sind es Probleme mit den Lieferketten, die dazu führen, dass man Ware nicht mehr oder nur noch sehr schwierig überkommt? Ist es die Inflation, die die Einkaufspreise auftreibt? Nein, sagen ganz viele Unternehmen in der Region. Unser grösstes Problem, das ist das Personal. Herzlich willkommen zu dem ZT-Talk. Schon seit einer Weile redet man in der Schweiz von einem Fachkräftemangel, der hat sich inzwischen zu einem richtigen Personalnotstand ausgewachsen. Viele Unternehmungen kommen nur noch sehr schwer oder keine Leute mehr über. Über das Thema reden wir heute mit jemandem, der die regionale Wirtschaft sehr gut kennt. Er leitet die Wirtschaftsförderung Oftringen Rotrist Zofingen heute bei uns im ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Adrian Bohrer. Grüezi, Herr Pfister. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir sind ja beide letzte Woche, Herr Bohrer, an dem Tag der regionalen Wirtschaft gesehen im Bezirk Zofingen. Ich habe dort wirklich nicht nur einmal von Unternehmern gehört. Unser grösstes Problem, das ist das Personal. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich gedacht habe, ja, okay, die haben vielleicht jetzt noch ein paar andere Sorgen, wenn man so in die Wirtschaft schaut. Aber erfahren Sie eigentlich ähnlich? Hören Sie Ähnliches? Ja, ich höre das auch so. Und zwar schon seit letztem Herbst, also schon zu Zeiten der Pandemie. Die Auftragsbücher sind voll, die Arbeitslosigkeit tendiert gegen null und die Anzahl der Stellen von den Offenen steigt und steigt. Sie haben ja selber auch ein Referat gehalten an dem Tag der regionalen Wirtschaft und Sie haben von einem Personalnotstand geredet. Wo ist es am gravierendsten? Also ich denke, sicher schlimm ist es dort, wo bei den Branchen, die schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatten, zum Beispiel das Gesundheitswesen oder auch das Schulwesen. Natürlich bei der Industrie und beim Gewerbe, bei den technischen Branchen, technischen Funktionen, haben wir eben den Fachkräftemangel schon gehabt. Sie haben das auch gesagt. Der hat sich noch verstärkt. Und ja, ich würde so sagen, der Fachkräftemangel ist jetzt abgelöst worden durch einen generellen Personalmangel. Was sind die Haupttreiber von dieser Problematik? Also ich sehe eigentlich drei Sachen. Der erste Treiber war sicher der Nachfrageschock, den die Pandemie ausgelöst hat. Die Leute haben ja nicht mehr können auswärts essen, die ganzen Freizeitangebote waren nicht mehr. Da haben viele Leute sich überlegt, was mache ich jetzt mit dem Geld. Man hat angefangen, Anschaffungen zu tätigen. Man hat vielleicht an seinem Eigentum irgendeinen Auftrag ausgelöst. Das hat eine grosse Nachfrage in allen möglichen Industrien und Branchen weltweit ausgelöst. Nachher begleitet von einem, noch durch einen Lockdown, vom Engpass in den Lieferketten. Und die Rohstofflieferanten sind natürlich auch nicht mehr mitgekommen. Die Ware ist spät gekommen und so weiter und so fort. Also der Nachfrageschock. Das Zweite ist sicher, dass viele Leute sich auch in der Pandemie einmal Zeit genommen haben und gesagt haben, du, wo stehe ich? Was ist mit meiner Karriere? Bin ich zufrieden in meinem Beruf? Die haben sich teilweise umorganisiert, umorientiert, haben vielleicht die Stelle gewechselt, sind vielleicht sogar in eine andere Branche gegangen und gehen jetzt nicht mehr dort retour, wo sie eigentlich beispielsweise brauchten, in der Gastronomie zum Beispiel, oder? Ja, genau, bei der Gastronomie. Bei der Gastronomie ist es ja noch lustig, dass es jetzt Betriebe gibt, wo man das Gefühl hat, die fangen wieder dort, gehen dort weiter, wo sie aufgehört haben, wo man das Gefühl hat, das ist gar nicht passiert. Und andere, die wahnsinnig Probleme haben. Ich glaube, die stärker abgebaut haben beim Personal, haben jetzt mehr Mühe als die haben können oder wollen, ihr Personal behalten. Aber es gibt eben noch einen dritten Grund, der auch wichtig ist, den ich selber auch unterschätzt habe, Demografie. In den nächsten 10 Jahren gibt es mehr Leute, die pensioniert werden, als es junge Leute gibt, die wieder neu in den Arbeitsmarkt kommen. Also wäre es jetzt falsch zu denken, aha, weil die Pandemie fertig ist oder weil hoffentlich der Krieg in der Ukraine aufhört, gehen dann die Personalprobleme weg? Das glaube ich nicht. Das wird uns noch länger begleiten.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, Herr Bohrer, Sie und ich, wir sind Babyboom. Bis zu unserer Pensionierung geht es jetzt nicht mehr eine Ewigkeit, sage ich jetzt einmal. Und immer wieder heisst es, dass erfahrene Kräfte aus dieser Babyboomer-Generation sind jetzt so wichtig wie nie. Möchten regionale Unternehmen, möchten Aargauer Unternehmen tatsächlich etwas dafür, ältere Arbeitnehmer zu halten oder sogar zu rekrutieren? Oder ist das nur Propaganda? Ja, da bin ich also auch nicht sicher. Ich habe das Gefühl, da könnte man noch mehr machen. Andererseits muss man sagen, es ist sicher auch nicht ein Aargauer Problem, oder? Es ist sicher etwas, das die ganze Schweiz betrifft und vielleicht sogar weltweit ein Problem ist. Aber mich dunkt, es ist immer noch stark der Glaube da, aha, wenn man älter wird, wenn man so gegen die 60 geht oder schon drüber ist, nimmt einfach die Leistungsfähigkeit ein bisschen ab. Man kann nicht mehr ganz mitheben mit denen, die 40 sind. Und das ist eigentlich schade. Irgendwie müsste man ja probieren, die Rolle ein bisschen anzupassen. Ich stelle mir es so vor, ich vergleiche es mit den Jungen. Ein Junge, der in die Wirtschaft geht, der oder sie macht jetzt erst eine Lehre, oder? Die dauert 3-4 Jahre. Und nachher fängt man mit einer Funktion an, wo man weniger Verantwortung hat. Man könnte eigentlich im Alter etwas Ähnliches machen. Man könnte vielleicht sagen, gut, anstatt dass immer die Verantwortung steigt, irgendwann hört das auf. Ich tue vielleicht sogar das Pensum ein bisschen reduzieren, verdiene vielleicht sogar ein bisschen weniger. Das wäre doch ein tolles Modell. Da könnte man vielleicht sogar ein bisschen länger im Erwerbsleben bleiben als mit 65. Also wenn man ein bisschen einen Weg finden würde, um das zu spiegeln, was man mit den Jungen möchte, das wäre gut. Ich glaube, da wird noch zu wenig gemacht. Dort haben wir Potenzial, dort haben wir grosses Potenzial. Also es ist ein bisschen, wie ich in meiner Frage gesagt habe, es ist ein bisschen Propaganda bis jetzt, glaube ich. Wunschvorstellung. Also man sagt, ja, eben, ich glaube, Babyboomer behalten, aber es macht es möchte jetzt noch zu wenig. Ja, ich glaube, es ist richtig gesagt, es ist eine Wunschvorstellung. Eigentlich wissen wir alle, und ich mache auch den Unternehmen da gar keinen Vorwurf, man weiss eigentlich, man sollte es, aber im Einzelfall ist es dann doch wahrscheinlich schwierig, ein Konzept zu finden, dass man die alten Mitarbeiter behalten könnte. Und was wir ja auch nicht vergessen dürfen, ist, dass mit jedem älteren Mitarbeiter oder pensionierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja auch ein Haufen Erfahrung weggeht. Und da geht immer mehr Erfahrung weg, als unten wieder kommt. Und diese Erfahrung muss man doch behalten. Da spielt vielleicht im Moment Geschwindigkeit, wie schnell jemand jetzt schafft, nicht so eine Rolle. Vielleicht könnte man auch Teams machen, die gut zusammen arbeiten. Die jüngeren und die 20 Jahre ältere Person, die zusammen Probleme lösen, dann könnten die sich gegenseitig helfen. Für die Leute, die jetzt den Job wechseln, kann man sagen, ist eigentlich die Zeit so gut wie kaum je. Also, habe ich auch gehört am Tag von der regionalen Wirtschaft, man kann Bedingungen stellen. Die Leute sind sich auch mehr gewöhnt, Bedingungen zu stellen. Punkto Lohn, Punkto Homeoffice zum Beispiel. Das ist ein zusätzliches Problem für Unternehmen. Also, sie haben nicht nur schwierig, Leute zu finden, und die stellen dann auch Bedingungen und haben gute Chancen, die Bedingungen durchzubringen. Ja, sicher ist die Talentsuche, man kann es ja so auch sagen, ist schwierig geworden für die Unternehmen. Aber ich sage, man redet ja vom Arbeitsmarkt, und in dem Wort steckt ja das Wort Markt. Und es ist ein bisschen für alle gleich. Ich würde sagen, ja, es ist schwierig, aber man darf es eigentlich nicht einfach als Problem anschauen. Man muss probieren, Antworten zu finden. Und der Wettbewerb ist ja fair. Es müssen ja alle mit gleich langen Spiessen kämpfen. Also muss man sich als Organisation, als Unternehmer dieser Herausforderung stellen. Aber es stimmt, die Leute können eigentlich mit recht guten Bedingungen, auch mit guten Lohnforderungen, in so Verhandlungen hineingehen. Ich würde absolut sagen, es ist jetzt ein Markt, wo die Arbeitssuchenden eindeutig im Vorteil sind. Man sollte sich sicher gut überlegen, warum ich wechseln will. Aber wenn ich das mal entschieden habe, dann ist jetzt sicher ein sehr guter Moment. Man kann ja fast zugespitzt sagen, dass sich die Jobsuche eine Art umdreht. Die Unternehmen müssen sich permanent gut positionieren, um als attraktive Arbeitgeber sichtbar zu sein. Und da gibt es ein Schlagwort, das heisst Employer Branding. Erklären Sie uns doch einmal, so ein bisschen, was das bedeutet. Es ist irgendwie so plötzlich so ein Zauberwort, das irgendwie überall auftaucht. Ja. Ich glaube, Sie haben es richtig gesagt, es ist wie eine Umkehr.
Man hat ja immer von der stellensuchenden Person geredet, oder? Aber die stellensuchende Person sucht eigentlich keine Stelle mehr, sondern diese stellensuchende Person wird gefunden von der Organisation, die jemanden findet. Und um die zusammenzubringen, muss eben eine Organisation sich ein bisschen neu erfinden und muss sich selber ein bisschen mehr ins Zentrum stellen und nicht mehr die Rolle, die gesucht wird. Wir können uns an die Stelleninserate erinnern und die sind ja im Prinzip immer noch gleich. Oder? Da haben wir 10, 15 Anforderungen, die man muss erfüllen muss. Und es wird einem eigentlich fast schlecht, wenn man es liest. Aber heute tut man sich eben als Arbeitgeber oder sollte man sich selber darstellen und sich selber ein bisschen als Marke präsentieren, wo auch eine gute Organisation ist, damit Person denkt, aha, ich will in diese Firma arbeiten, ich will in diese Organisation arbeiten und nicht mehr primär genau in diese Rolle. Das wechselt ja sowieso nachher im Lauf vom Beruf sehr, sehr stark. Also sollte man sich auch nicht mehr zu stark auf das fokussieren. Können Sie das noch ein bisschen konkreter sagen? Also was sind denn so konkrete und wichtige Massnahmen, wo ein Unternehmen sich eben muss quasi positionieren, damit es so wahrgenommen wird? Auf was kommst du da drauf ab? Das Employer Branding heisst eigentlich, ich habe zum Beispiel eine gute Firmenkultur. Ich habe die vielleicht sogar zusammen mit meinen Mitarbeitenden, mit dem Team kreiert. Die Mitarbeiter, die tragen das mit. Und zum Beispiel beim Branding kann man sich vorstellen und sieht ja das auch schon, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen zu Botschafter werden von der eigenen Organisation. Da gibt es vielleicht ein Video, wo jemand sagt, warum dass er sehr gerne in dieser Firma arbeitet oder warum sie so Spass gehabt hat an dem neuen Projekt, das die Organisation hat. So Sachen müssen natürlich zwar sehr authentisch überkommen, sonst geht vielleicht der Schuss hinten raus. Aber ich glaube, das ist das, was auch vielleicht gerade eine jüngere Generation stark anspricht. Es muss wirklich gelebt werden. Es muss tatsächlich verankert sein und darf nicht nur irgendwie, wie soll ich mal sagen, ja, eine flache Werbebotschaft sein, sondern es muss tief innen sein. Sonst, das merken die Leute, dass es sonst nicht funktioniert. Es darf nicht nur im Schaufenster sein und dann, wenn ich reingegangen bin, sehe ich etwas ganz anderes. Genau, es muss eigentlich von innen gelebt werden. Es muss dann auch so sein. Vielleicht ist es ja gerade so, dass man... Aber Sie sagen, die Firmenkultur, gibt es noch andere Sachen, die noch wichtig sind? Ja, ich denke, Benefits zum Beispiel sind wichtig. Also vielleicht will man auch wissen, wie sieht die zweite Säule aus in dieser Firma. Da gibt es ja eigentlich grosse Unterschiede. Man will vielleicht auch wissen, wie sieht es mit Weiterbildung aus. Man will vielleicht wissen, wie ist es mit dem flexiblen Arbeiten, was habe ich für einen Stundenplan, wie sieht es mit Homeoffice aus, wie weit weg ist die Firma. Aber auch, das ist vielleicht spannend, was gibt es noch an dem Ort, wo die Firma ist, was gibt es sonst noch für Angebote? Habe ich zum Beispiel Kinderbetreuung? Gut, das hat vielleicht nicht mit der Firma direkt zu tun, aber das ist eine wichtige Entscheidung vielleicht heutzutage. Gibt es auf der anderen Seite absolute No-Gos, wo Sie sagen, also von dem müssen sich jetzt wirklich Firmen definitiv verabschieden? Ja, wenn man einfach sagt, ich suche eine Rolle und dann hat man 10, 20 Sachen, wo man schon sieht, wenn man es liest, ja, das gibt niemand auf der Welt, wo das erfüllt. Weil wenn man nachher in die Firma geht, dann sieht man, hey, die kochen ja auch nur mit Wasser, oder? Aber nach außen sucht man quasi die eierlegende Wollmilchsau, die weiss ich, was alles hat. Und was auch nicht mehr geht, ist halt eine Führungskultur, die nicht mehr zeitgemäss ist. Heute wollen die Leute eingebunden sein. Man will auch, wenn man jetzt nicht eine Cheffunktion hat, man will ein bisschen Mitverantwortung übernehmen können. Man will ein bisschen mitgestalten. Also so eine komplett top-down Führungsstruktur, die von oben runter befohlen wird. Ich glaube, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. In diesem Bereich gibt es ja jetzt Employer Branding. Die Plattform Worklife Aargau heisst die. Ich sage jetzt ein bisschen salopp, das ist eine Art Dating-Plattform, oder, wo sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden, matchen können. Arbeitgeber sollen sich dort möglichst gut präsentieren können, Arbeitnehmer Jobs finden. Haben Sie da eigentlich schon Feedbacks von regionalen Unternehmen, oder?
Unternehmen im Aargau, die dort mitmachen. Nützt das tatsächlich etwas, so eine Plattform? Ja, ich habe mich da erkundigt und habe gehört, oder eben, es ist ja bekannt, die Plattform ist noch relativ jung, man kann es noch nicht genau messen. 2020, etwa zwei Jahre? Ja, 2020, Ende 2020 ist sie gekommen. Es sind noch jetzt relativ die grösseren Firmen dabei, die natürlich auch schneller können Inhalt machen können. Also die Antwort ist, es ist eine gute Ergänzung zu dem, was die Firmen sonst schon machen. Eben messen kann man es noch nicht. Aber was halt auch noch toll ist an dieser Plattform ist, es bildet sich auch ein bisschen eine Community und die Plattform bildet auch Workshops an, zum Beispiel, wie kann eine Personalabteilung Social Media einsetzen bei der Talentsuche. Das ist so ein bisschen ein moderner Trend und da hat man gerne Hilfe. Also gibt es so Erfahrungsaustausch-Plattformen. Kann man sagen, das ist auch ein gutes Instrument, dass eben Unternehmen überhaupt zuerst einmal ihre Art, wie sie Leute suchen und wie sie sich präsentieren, nach aussen, nicht nur auf dieser Plattform, überhaupt zuerst einmal anfangen zu reflektieren und überdenken und ja, vielleicht auch ein bisschen und zu erneuern, dass das so einen Schub gibt. Ja, ich glaube schon. Eigentlich soll eben die Firma selber als Organisation ein bisschen eine Marke werden und vielleicht das, was die Firma macht, die Dienstleistung oder die Produkte, die sollen dort gar nicht so im Vordergrund stehen. So ist die Plattform aufgebaut. Ich mache ein Beispiel aus der Region. Die Firma Rivella, die zum Beispiel dort drauf ist, da sieht man kein einziges Rivella-Fläschchen auf der Teil-Webseite von der Rivella. Aber das ist die Idee. Es geht dort um die Organisation, es geht um die Leute, die dort arbeiten, was die erleben und warum die dort arbeiten. Also eigentlich die Organisation als Marke und gar nicht mehr den Service oder das Produkt von dieser Firma. Zum Schluss noch eine ganz andere Frage, die nicht mehr mit dem direkt zu tun hat. Sie als Wirtschaftsförderer versuchen Sie ja da Unternehmen in die Region zu bringen. Können Sie da bald wieder irgendwie Good News ankündigen? Also ist da irgendetwas in der Pipeline, wo sich etwas dazu sagen könnte? Ja, es sieht eigentlich erfreulich aus. Also was man vor allem kann sagen, ist, dass die Anfragen und Leads in der Wirtschaftsförderung seit Anfang Jahr massiv angestiegen sind. Konkret habe ich eigentlich eine Verdoppelung von der Anfragen gesehen. Und im Moment habe ich ein Projekt können starten, ein Ansiedlungsprojekt von zwei Firmen, die in der weiteren Region bereits zu Hause sind. Und wir reden da von 150 bis 200 Mitarbeiter oder Stellen, die da kommen könnten. Und ich wäre da sehr froh, wenn das weitergeht. Aber es sieht sehr gut aus. Das wäre eine tolle Sache. Die Anfragen, die Sie vorhin erwähnt haben, die kommen aus der Region selber oder aus der weiteren Region? Also sind das Unternehmen, die zügeln oder reinzügeln? Woher kommen die so am meisten? Die weitere Region ist vielleicht ein guter Punkt. Also was man eigentlich gar nicht mehr hat und wo man eigentlich lange Jahre immer das Gefühl hatte, das müsste eigentlich eine wichtige Sache sein, sind Anfragen aus dem Ausland. Sondern es kommt eigentlich aus der Region, also oder aus der weiteren Region. Und viele Firmen sind sich ja sehr bewusst, dass wenn sie zügeln, dass sie eigentlich ihre Mitarbeiter behalten wollen. Und dann ist eigentlich der Suchradius ist schon mal ein bisschen begrenzt. Man verliert immer ein paar, wenn man eine Firma den Standort wechselt. Aber wenn man in der weiteren Region bleibt, kann man eigentlich Mitarbeiter behalten. Und jetzt zum Beispiel in den Fällen, die ich jetzt gerade habe, ist es so, dass es einfach technische Standortprobleme gibt. Zu wenig Platz oder irgendwie stimmt etwas mit dem Gebäude nicht. Und die Firma kann das an dem Standort, wo sie ist, nicht lösen und sucht darum etwas Neues. Das kann ein typisches Beispiel sein für das. Da sind wir gespannt, wenn dann die Nachricht von dem Ansiedlungsprojekt mal mit dem konkreten Namen kommt. Sind wir gespannt. Genau. Gespannt drauf. Und für das warten wir natürlich noch, bis Tinten unter den Verträgen trocken ist. Genau. Herr Bohrer, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren und wir dürfen mit Ihnen die Personalfragen mal so durchbesprechen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Pister. Merci fürs Zuschauen. Nächste Woche neuer Gast. Neues Thema, hoffentlich wieder mit Ihnen. Merci vielmals fürs Zuschauen.
Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.